Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Nier Automata. Für mich beginnt heute eine neue Aufnahmesession. Es ist gerade mal der zweite Part online, denn ich nutze das Wochenende momentan extrem aus, um so viel zu spielen, wie es nur geht, bevor es wieder mit der Arbeit losgeht. I think we've earned a breather. Say 2B, I was hoping we could talk about our next move. I'm worried about the damage we took in that last battle with the machines. Maybe we should return to the resistance camp to resupply and conduct maintenance? Das war der Plan und jetzt muss ich gar nicht mehr laufen, weil er mich hinbringt, oder was? All right, let's go back. You got it. Toll, wir müssen doch laufen, finde ich aber nicht schlimm, weil ich habe mir jetzt für die Folge ein bisschen was vorgenommen. Und wir werden jetzt eine Weile der Hauptstory folgen und ich habe, nachdem ich gestern Abend noch die paar letzten Videos geschnitten habe, mal den ein oder anderen Gedanken gefasst. Also was ich euch erstmal sagen muss, ist, dass ich jetzt meine Waffen getauscht habe. Ich habe jetzt nämlich meine starke Waffe, ich glaube das ist Tugendabkommen oder so, ich habe jetzt keine Lust nachzugucken. Die habe ich jetzt auf den Slot der leichten Waffen gepackt. Keine Ahnung, ob mir das irgendwas bringt, aber ich habe das jetzt auf dem Hauptangriffsknopf. Und hoffe mal, dass das keine verkehrte Entscheidung war. So, das ist das eine. Und dann, der liegt hier immer. Seit ich dieses Let's Play hier mache, liegt der hier rum und verschwindet einfach nicht. Wie lange bleiben denn die Leichen hier liegen, sag mal? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das gar nicht so verkehrt ist. So, ich glaube, die Angriffe sind auf jeden Fall andere als mit Dreieck. Das ist klar, aber dann habe ich wenigstens auf meinem Hauptangriffsknopf auch den meisten Schaden. Oder die Waffe mit dem meisten Schaden, so rum. Und wisst ihr, was ich mich gefragt habe wegen dieser Eulenmission da in der versteckten Fabrik? Ich habe dann, als ich mir die Folge nochmal angesehen habe, wo ich diese Waffe hier gefunden habe und diesen Loot da mitgenommen habe, der so zahlreich da rumlag, vielleicht war das ja der Auftrag, den die Kommandantin uns aufgetragen hat. Also es kann natürlich sein, dass ich in den Kommentaren schon den Schlüsselhinweis bekommen habe, so. Aber das konnte ich halt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht lesen. Deswegen beruhigt mich der Gedanke so ein bisschen, dass das vielleicht der Auftrag gewesen sein soll. Und dass der halt nicht als abgeschlossen oder yay, du hast es geschafft, gekennzeichnet ist. Einfach weil sie das nicht gesagt hat, weil sie die Ausrüstung haben wollte, sondern weil sie uns damit helfen wollte und wir haben sie jetzt und können uns einen cooler Keks freuen, so nach dem Motto. Und was ich auch gerne probieren möchte, wenn wir das nächste Mal einem, ja, ich sag mal größeren Tier über den Weg laufen, dann will ich mal Reiten ausprobieren und mal gucken, wie das funktioniert. Ob das funktioniert, ob das bei den Tieren funktioniert, die wir hier bisher schon gesehen haben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall dafür, dass das jetzt die erste Folge ist nach, ja, ich sag mal, einer Schlafenspause. Ich bin momentan ziemlich am Rumsuchten. geht das mit der Steuerung wieder extrem schön einfach von der Hand. Das ist echt cool. Das Einzige, was ich echt gewöhnungsbedürftig finde nach wie vor, ist, dass du mit Dingen interagieren musst mit der Kreistaste. Ich musste gerade wieder spicken. Und ich würde eigentlich auch ganz gerne mal einen Fisch fangen. So. Aber ich bin mir fast sicher, dass man irgendwie erkennen muss, wenn der was an der Angel hat. Irgendwie entweder durch ein Ausrufezeichen über seinem Kopf oder weil der dann runtergeht oder anfängt irgendwie hin und her zu schunkeln. Aber es kann doch nicht sein, dass ich hier so wenig Glück habe. Oder ich stehe immer falsch. Keine Ahnung. Da hinten habe ich... Was? 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 No response. Hä? Ach so, ja, weil ich jetzt... Ach, egal. Weil ich jetzt gedrückt habe. Ich dachte jetzt, der hätte irgendwie einen Fisch erwischt oder so. Ich glaube, das wird hier nichts mehr. Ich muss mir ein anderes Gewässer suchen. Das hier ist nicht mein Gewässer. In der Wüste werde ich auch nicht fündig. Ich brauche einen neuen Dungeon. Nebenaufgaben. Du kannst Nebenaufgaben von Auftraggebern als Kreis markiert in der ganzen Welt akzeptieren. Orte mit Nebenaufgaben werden als Viereck auf der Minikarte angezeigt. Okay. Ja, da in der verbotenen Fabrik habe ich ja versucht, zu so einem Ding hinzukommen. Aber wusste halt nicht wie. Na gut, aber das wussten wir ja im Grunde genommen schon. Überrascht mich gerade fast ein bisschen, dass dieser Hinweis erst so spät kommt. So, und da sind wir wieder hier. Das Schönste an diesem Ort ist echt die Musik. Hat
Hatte ich eigentlich einen Masterplan, was ich mit meiner Cola anstellen will? Ich glaube nicht. Kann ja mal gucken, ob er sein Sortiment erweitert hat. Aber erstmal sprechen wir mit der Kommandantin, nachdem wir das hier gelootet haben. Was? Temposalbe. Haben wir, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Tag, die Dame. Ah, ihr seid es. Ich habe von Knallkopf von eurer Begegnung in der Wüste gehört. Gute Arbeit. Als Dankeschön haben wir nicht viel zu bieten, aber ich habe hier ein Zimmer für euch vorbereitet. Ja. Jo, das ist ja nett. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Ihr könnt es nutzen, wie ihr wollt. Aha. Wir teilen uns also ein Zimmer. Hey, danke. Na, wenn da mal nicht was geht. Na, ihr zwei, wollen wir uns unser Zimmerchen mal angucken? Da sind wir bisher nicht reingekommen. Das ist ziemlich groß. Bist du sicher, dass es in Ordnung ist, wenn wir ein so großes Zimmer bekommen? Wir haben die Erlaubnis schon vergessen. Außerdem werden wir für eine Weile hier stationiert bleiben. Da wird dein Bett wohl nicht verkehrt sein. Dann gibt es wohl kein Argument, das abzulehnen. Da hat sie mal wieder Tacheles gesprochen hier. Kleine Erholung ist mit drin. Sogar mit Kisten. Glück. Hier versehen und hier. Achso, die können wir auch öffnen. Stromfeste Salbe. So, ja, sehr schön. Dann haben wir jetzt unseren eigenen kleinen Rückzugsort. Sogar mit Büchern. Pausieren? Nö. Ich weiß gar nicht, wenn ich pausiere, beende ich dann das Spiel? Okay, komm, finden wir es heraus. Ja. Damit wir wenigstens einmal sehen, wie es aussieht, wenn sie schlafen gehen. Speichern? Ja, von mir aus. Spiel fortsetzen? Ja, bitte. Das ist doch heute gerade mal erst der Anfang. Was guckst du mir beim Schlafen zu? Ist nichts Besseres zu tun, wenn du vor mir wach bist. So. Gut, können wir hier die Tür hinter uns abschließen? Ich möchte nicht, dass jeder meine Schlüpper hier sehen kann. Okay, toll. Wird sich wohl nicht vermeiden lassen. Obwohl, in dem Spiel kann sowieso jeder meinen Schlüpper sehen. Ich glaube, das dürfte ihr herzlich egal sein. Jetzt hat die Kamera ausgerechnet. Jetzt hat sie gerade nicht mitgespielt. So, was ist denn jetzt unser neues Ziel eigentlich? Haben wir jetzt hier irgendwie schon eine neue Mission eingezeichnet? Nee. Stimmt, wenn wir das Lager verlassen, triggern wir wieder irgendwas. Hier ist die Lage, nicht zu übermütig werden, okay? Wir geben uns Mühe. So, Kumpel, zeig mal, gibt's bei dir irgendwas Neues? Instandsetzung deiner Waffe kannst du mir jederzeit überlassen. Hat er das schon mal gesagt? Ich weiß es nicht. Also sein Sortiment hat er definitiv nicht erweitert. Upgrade. Oh. Guck mal, die drei Titanlegierungen. Wisst ihr noch, wie ich mich gefreut habe, wie so ein kleines Kind, als ich die gefunden habe? Ich kann das Ding nochmal upgraden. Die wäre dann nicht abartig stark oder so. Ich glaube, ich werde das machen. Ich glaube, ich werde das einfach eiskalt machen. Warum steht da jetzt kein Preis? Ich habe keine Ahnung. Gedächtnislegierung. Die war gar nicht so einfach zu farmen im ersten Teil. Ja, Moldavit gab es damals auch. Ach, ist das schön. Ich schwelge ja immer noch so ein bisschen in Nostalgie, wenn ich hier so einige Itemnamen sehe. So, unsere Waffe ist auf jeden Fall ziemlich krass. Unsere erste Stufe 3 Waffe. Ach so. Mehr kann ich leider nicht bieten, aber es soll auf dieser Welt einen Meisterschmied geben, der die Stufe 4 beherrscht. Falls es ihn wirklich gibt, wäre ich gerne sein Schüler. Komm bald wieder. Ja, der wird wahrscheinlich gut ausgebucht sein. Ich wette, das ist so ein Typ, der irgendwo mitten in der Natur wie so ein Einsiedler total abgeschottet lebt. Und den werde ich in diesem Let's Play nie finden. Obwohl ich 10-mal an dem vorbeilaufe. Aber wisst ihr, was mir gerade noch einfällt? Es gab doch hier so eine schöne Waffenbeschreibung, ne? Ich bin doch da mal irgendwie drin gewesen. Ich weiß nicht mehr, wie ich da hinkam. Das hier ist die Waffe. Ich konnte mir doch hier irgendwie... Ja, genau, bei Details. Oder bei Geschichte war das. Da konnte ich doch in so ein komisches Menü auch rein. Besiegte Feinde 81, sehe ich auch gerade zum ersten Mal. Geschichte. Hier, genau, hier wollte ich mal gucken. Erste Begegnung mit meinem Liebhaber. Fehlgeschlagene Verbindung zu meinem Liebhaber. Mein Liebhaber ging in die Ferne. Was? Erzählt jede Waffe seine eigene Geschichte? Ey, wie cool wäre das denn bitte? Wie lange kann ich auf diesem blutigen Schlachtfeld kämpfen? Wie lange, frage ich mich. Das ist echt cool. Also das finde ich echt total faszinierend. Da hat man dann noch eine zusätzliche Motivation, sage ich mal, die Waffen auch tatsächlich auszumaximieren.
Das ist ja nicht verkehrt. So, gucken wir mal. Nein, falsche Taste. Was wir hier noch machen können. Pot verbessern. Da fehlt uns noch ein bisschen was leider. Was will die denn hier? Ach so, Pilz und reines Wasser. Also ich finde, das sieht gar nicht so außergewöhnlich aus, was sie dafür haben will. Deswegen, So, verstärkt Angriffe mit einer sehr schwachen Schockwelle. Okay. So, Bewegungstempo plus. Ich weiß nicht, sowas hier finde ich eigentlich immer ganz nett. Ich glaube, das hier werde ich mir einmal genehmigen. Jawohl. So, das kann erstmal nicht schaden. Und dann, ja, hier bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, dann möchte ich nämlich erstmal hier mal gucken, dass ich mir irgendwas Neues hole. Ich hatte doch beim letzten Mal noch geschwankt. Auf der anderen Seite tendiere ich nach dem letzten Boss, ja, der übrigens der totale Sephiroth-Verschnitt war, ist mir gestern mal so aufgefallen, als ich das Video geschnitten habe. Da wäre sowas, glaube ich, auch nicht verkehrt. Schützende Barriere, physische Angriffe, Projektilangriffe. Ich glaube, das hier wäre mir per se erstmal wichtiger, weil ich Projektilen mit meinem Rumgeslider eigentlich, die Betonung liegt auf eigentlich, ganz gut ausweichen kann. Gucken wir einfach mal. Also in Kämpfen, die so ein hohes Tempo an den Tag legen, wie das, was ich in der letzten Folge miterlebt habe, da werde ich mit meinem komischen Potschuss auch nicht so weit kommen. So, wirst du was kaufen? Das weiß ich noch nicht. Viel Geld haben wir nicht mehr, Kumpel. Aber es kommt drauf an, ob hier irgendwas meine Aufmerksamkeit erregt. Tierköder. Davon habe ich jetzt nur eins. Ich hole mir mal noch ein paar mehr. Ich weiß nicht, ob man da irgendwas versemmeln kann. Ich hoffe einfach mal nicht. Aber ich weiß es halt nicht. Physische Verteidigung, Projektilverteidigung. Was? Blendet ein Symbol ein, wenn Angeln möglich ist? Das habe ich aber schon. Ja, deswegen steht da auch eine 1. Das gerade zum ersten Mal nur richtig registriert, dass es das gibt. Beute mit deinem Duft den Tiere lieben, sie werden nicht davonlaufen. Brauche ich das auch? Ich glaube, ich nehme das mal. Ich weiß nicht, wie wichtig in diesem Let's Play mir Reiten sein wird, aber wir gucken mal, wie das so ablaufen wird. Also mindestens einmal will ich das probieren und eigentlich bietet sich die Gegend hier auch ziemlich an dafür, finde ich. So, alles klar. Dann gucke ich jetzt mal, dass ich meinen neuen Pot-Dings da mal aktiviert bekomme. Einfach nur, damit wir das mal gesehen haben und ich mich so ein Stück weit auch dran gewöhne. Ich werde das dann wieder ändern, sobald ich das ein, zwei Male gesehen habe. Aber schaden kann es ja nicht. Operator to 9S. This is 9S. Go ahead. I have an incoming message for 2B and 9S from the commander. Initiating playback. 2B, 9S. We've lost contact with several Yorha units that were on their way to the surface. Their black boxes are online, so we presume they're still alive. We've tracked the location of their signals, so I need all Yorha units on the surface to head over and investigate. End transmission. I heard something about that back at the resistance camp. Target location confirmed. I'm worried about the other androids. We should probably check this out as soon as possible. Jo, also wenn ihr mir das in die Karte einzeichnet, sollte das kein Problem werden. So, ich muss jetzt erstmal gucken, wo das ist. Das ist ja immer so die größte Herausforderung für mich, ne? So, okay. Nächste Frage, wie kommen wir da hin? Ist das noch Teil dieses Gebiets oder ist das schon wieder was ganz anderes? Irgendwie würde ich das ja hier gerne so ein bisschen detaillierter aufdecken, aber die nächsten Punkte, die ich hier erreichen kann, die sind relativ weit weg. Na, wir gucken einfach mal, wie ich dahin gelange. Ich werde jetzt mal ganz brav, wie normale Spieler das eigentlich auch machen, mal diesem Symbol folgen und gucken, dass ich jetzt nicht zu heftig vom Weg abkomme. Wobei der Loot da links natürlich schon wieder so ist, aber ich muss da eh, glaube ich, jetzt links rum, wie es aussieht. Denn hier scheint es nicht wirklich weiterzugehen. Es sei denn, ich kann mich hier irgendwie durchmogeln durch die Felsritzen. Nope. Ende Gelände hier auf dieser Seite soll aber auch nicht das Thema sein.
Gut, also wenn ich jetzt erstmal hier wieder über ein paar Gebäude steigen muss, dann hat sich, glaube ich, auch erstmal der Versuch, hier ein Wildschwein oder ein Elch zu reiten, erübrigt. Aber das ist nicht schlimm. Wir werden ja noch... Ah, ich dachte jetzt, da wäre wieder irgendwas. Wir werden ja noch hoffentlich genug Möglichkeiten bekommen. Ich hoffe auch einfach, dass wir nicht nur in diesen Ruinen hier reiten können. Vielleicht geht das hier auch gar nicht. Wie gesagt, ich weiß nicht, welche Tiere dafür vorgesehen sind. Ich hoffe nur, dass es eben nicht Pferde sind. Das wäre ja fast ein bisschen zu langweilig und ein bisschen zu vorhersehbar und 0815. Aber da wäre ich echt schwer enttäuscht von hier. Das glaube ich aber auch nicht, dass es darauf hinauslaufen wird. Ah. Looks like our surface route's been cut off. Maybe we can get through from underground. Das war ja doch gar nicht so schwer zu finden. So, warte mal. Also hier waren wir definitiv noch nie. Ich bin mir auch fast sicher, dass diese Wand, wo wir da gerade durch diese Lücke da gekommen sind, dass das vorher komplett dicht war, bevor wir die Mission bekommen haben. Aber wissen tue ich es natürlich nicht zu 100%. So, hier irgendwo noch eine Kiste oder sowas? Nö. Habe ich meine Mails eigentlich vorhin gecheckt? Nicht, ne? Seit wir mit der Kommandantin gesprochen haben? Leider nein. Oh Gott. Oh Gott. Hoffentlich wird das hier noch heller. Hi. Das ist jetzt dann wohl die klassische Kanalisation. Da macht selbst Nier Automata. So 2B, those machines out in the desert look just like androids, right? Right. But we androids were modeled after our human creators. So why would machines try to look like us? There's no point trying to work out unsolvable problems. I suppose. Ja, der hat mir sowieso voll leid getan. Der Boss, der war irgendwie ziemlich creepy. Ja, hier wirst du bestimmt leckere Sachen rausfischen. Am Ende holst du da irgendeine Kackwurst raus. Super. Ich nehme nicht alles an, was wir hier finden übrigens. Passiert ja auch mal was. Ich möchte einmal einen Angelerfolg feiern. Mache ich irgendwas? Was ist denn da hinten? Achso, ich dachte, da wäre jetzt irgendwie ein Gegner. Aber das ist nur das... der Roboter von Dings hier gewesen. Oh. Ich glaube, ich habe gerade einen Geistesblitz. Ich musste nämlich nochmal halten, damit er überhaupt ins Wasser plumpst. Das ist mir gerade schon ein bisschen peinlich, Leute. Oh Gott. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich euch so viele Sekunden eures Lebens geklaut habe, indem ich einfach sinnlos gewartet habe. Ich glaube, jetzt kann der erst überhaupt anfangen mit Angeln, oder? Trotzdem stellt sich mir die Frage, woran erkenne ich, dass er was hat? Report failed. Wahrscheinlich muss ich einfach nur länger warten. Aber komm, jetzt wo ich rausgefunden habe, in der wievielten Folge sind wir jetzt in der 9., dass der da reinplumpsen muss. Das ist doch schon mal gar nicht verkehrt, oder? Ich spule jetzt mal ein bisschen vor, das kann doch hier gerade nicht angehen. Jetzt. Jetzt hast du gerade Blub gemacht. Success. Was habe ich da? Was? Was ist das euer Ernst? Man kann sich hier Waffen rausangeln. Ich dachte, ich hole mir hier kleine Fische und keine Waffen. Complete. Okay, jetzt bin ich endgültig verstört, Leute. Also jetzt hat mich das Angeln doch irgendwie gepackt. Also ich meine, Eisenrohr wird jetzt wahrscheinlich nicht die totale Imba-Waffe sein in dem Spiel. Aber es ist trotzdem gut zu wissen, dass es geht. 30 bis 220. Guck mal, das hat immerhin mehr Max-Schaden als Tugendvertrag, ja. So, aber wisst ihr, worauf ich mal echt gespannt bin? Was für eine Geschichte hat bitte das Eisenrohr? Erzähl mal. Papa, wenn dir kalt ist, gebe ich dir gern meinen Hut. Schließlich bist du der beste Vater der Welt. Das ist auch eine Anspielung auf den ersten Teil, oder? Wo Jona am Anfang ihren Keks teilen wollte mit ihrem Vater. Okay. Vielleicht interpretiere ich da auch gerade zu viel rein. Aber das Eisenrohr hat man da, glaube ich, auch relativ früh schon gehabt. Ich glaube aber, das war da auch nicht die allererste Waffe. Also ich hatte mir auch überlegt, ob ich kurz bevor ich hier mit dem Let's Play anfangen, ob ich nicht nochmal den ersten Teil komplett durchspiele. Aber hab's leider zeitlich nicht hinbekommen. Was ich sehr schade finde.
Auch wenn so bruchstückhaft das Spiel immer noch gut in meiner Erinnerung verankert ist, sage ich mal. Also besser als so manch anderes Spiel, was ich nach einem Jahr schon wieder vergesse. Manchmal auch schon nach einer Woche. So, bist du eine Sackgasse oder ist das der richtige Weg? Sieht nach Sackgasse aus, würde ich meinen. Kupfererz. Okay, nicht so die Komponente, nach der ich mich momentan am ehesten verzehre, aber besser als nichts. Da links war gerade eine Leiter. Und ich freue mich sehr aufs Tageslicht. Ich freue mich auch, dass wir uns jetzt hier nicht allzu lange aufhalten mussten, es sei denn, hier geht's gleich noch weiter, mal gucken. Licht! So gebet mir Licht, bitte. Oh ja. Oh ja. Das finde ich gut, was wir hier sehen. Hoffentlich bleibt das so. Was ist das denn für eine hübsche Ecke hier? Gibt es bestimmt irgendwelche versteckten Kisten irgendwo. Und ein Gebäude mittendrin, wenn wir da mal nicht unsere Yorha-Soldaten finden werden. Ich bin gespannt. Die sollen ja noch leben, deswegen werden die vielleicht von irgendwas oder irgendwem gefangen gehalten. Oh mein Gott. Wie abartig schön ist das denn? Ich dachte, wir starten jetzt hier voll in so ein Waldgebiet rein. So voll naturbelassen mit Holzhütten und so. Wow, ich bin gerade wieder total gebrainwashed, kann man das so sagen? Ich kann, manchmal kann ich bestimmte Geisteszustände leider nur mit Anglizismen umschreiben. Es tut mir leid. Okay, jetzt bin ich ja mal echt gespannt. Also das hier flasht mich gerade richtig weg. So, was haben wir hier? Oh, zersplitterter Ohrring zum ersten Mal. Die waren, glaube ich, ein bisschen nervig zu farmen im ersten Teil. Die hast du, glaube ich, überwiegend von so kleinen Viechern bekommen, die echt selten gedroppt haben. Einfach nur wahnsinnig beeindruckend. Ich meine, das hat hier immer noch so eine sehr gespenstische Atmosphäre, klar, halt so typisch Nier. Aber das, weiß ich nicht, damit einfach gerade null gerechnet so. Auch wenn ich jetzt liebend gerne schon gucken würde, was da so im Park abgeht, will ich es mir natürlich trotzdem nicht nehmen lassen. What the? Well, this is weird. Let's be happy together. Ja, so eine ähnlich verstörende Situation. Oh Gott, die Musik auch noch dazu. Ich bin gerade schon. Ich habe manchmal so Momente, da kann ich nicht kommentieren. Das ist dann auch der Grund, warum ich Angst hatte, dieses Spiel blind zu let's playen, weil ich wusste, dass diese Momente kommen würden, so. Ja. Und ja, diese Situation erinnert mich gerade sehr stark an die Dialoge, die wir von den Maschinen vor dem letzten Bosskampf zu sehen und zu hören bekommen haben. Wo sich auch schon so ein Stück weit abgezeichnet hat, dass die, weiß ich nicht, irgendwie friedlich sind eigentlich oder sehr menschliche Züge aufweisen, dahingehend, dass sie eben auch nur in Harmonie hier leben möchten. Warte mal. Die habe ich gerade angegriffen, obwohl die mir gar nichts tun. War das gerade ein Fehler? So, warte mal. Ich gehe jetzt mal nur auf die los, die mich auch attackieren, oder muss ich hier alle töten? Ich bin gerade so hinterrücks auf die losgegangen und hatte irgendwie das Gefühl, dass die sich gerade nicht gewehrt haben. Das kann ich dann natürlich nicht verantworten hier. Wie creepy. Oh mein Gott, was hat denn der für eine riesige Blubbelmaschine? Erstmal die ganzen Teile hier aufsammeln, bevor... Oh, 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 ich stehe hier sehr uncool. Ich stand da gerade sehr uncool. Habe ich schon mal gesagt, dass ich da sehr uncool stand? So, da ist noch einer.
ist einfach eine Schande, in diese Musik reinzuquatschen. Ich hatte selten so einen inneren Struggle. Ich muss das mal ein bisschen leiser machen im Headset, weil ich weiß nicht, je lauter das ist, desto schwieriger wird das für mich hier irgendwie Kontenance zu bewahren, sage ich mal. So, erstmal alle aus dem Weg räumen, damit wir irgendwie mal unsere Ruhe haben. Ich kann ja theoretisch auch mal springen und die so attackieren. Wodurch hat sich dann meine Energie jetzt gerade wieder aufgefüllt. Das war bestimmt wieder der Automatismus, ne? Der dann auf meine Erholung automatisch auch zugreift. Keine Ahnung. Bin ich aber nicht traurig drüber. Oh, oh, oh. Finde ich gut. Du hast ja interessante Wummen, Kumpel. Wo kriegt man das denn her? Ich möchte auch Wummen schießen können. Hallo, du sollst den hier angreifen. Hallo, wo greifst du denn an? Warum springt die Kamera denn immer so nach hinten? So. Level-Up dauerte auch nicht mehr lange. Passiert jetzt hier irgendwas? Keine Ahnung. Guck mal, die beiden hier. Körperlotte. Toasty the Pirate. Toasty the Pirate, ich muss jetzt leider von dir profitieren. Auch wenn mein Kampf hier, glaube ich, schon vorbei ist. Aber diese zwei hier, die machen nichts. Guck, ich kann Tatsache mit denen reden. Das habe ich nämlich vorhin auch aus dem Augenwinkel noch so gesehen. Sorry, dass ich euch attackiert habe. Lasst euch von der Liebe erfüllen. Gegenstände erhalten, tristes Armband. Och Gott. Danke, danke. Ja, okay, man fühlt sich jetzt hier schlecht, bevor man überhaupt weiß, was es mit den Maschinen auf sich hat. Ah, welch ein Spaß. Ah, welch ein Spaß. Wow, ich hoffe, ich habe keine anderen harmlosen Kreaturen hier irgendwie umgenietet. Aber das ist gerade irgendwie der größte Mindfuck für mich hier im ganzen Let's Play. Der Boss in der gestrigen Folge, der war halt auch irgendwie total verstörend. Der schwingt auch noch ein Stück weit nach. Aber im ersten Teil hast du dich halt, ja, ich sag mal, erst schlecht gefühlt ganz am Ende des Spiels, wo sich dann so ein paar Abgründe aufgetan haben, sage ich mal. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen. Vielleicht schaut hier jemand zu, der den ersten Teil noch nicht gespielt hat. Aber hier fragst du dich ja mittendrin schon, gegen wen oder was kämpfe ich eigentlich? So, wie komme ich da oben hin? Warte mal, kann ich hier noch irgendwas sammeln? Hier habe ich gerade was gesehen. Jawohl. Rundrate plus erhalten. Jawollo. So, und da? Keine Ahnung. Ich versuche gerade zu rekonstruieren, ob man da irgendwo hochklettern und sich festhalten kann. Hier sieht das doch ganz gut aus, oder? Bevor wir ins Gebäude gehen, kann ich nämlich dann eventuell hier noch ein bisschen was mitnehmen. Was? Ach komm, Spiel. Ernsthaft? Ne, da geht's dann wohl nicht nach oben. 100 Pro wird man da langlaufen können. Na gut, dann schaue ich mal, ob ich irgendwie vom Dach da hinkomme. Also vom Gebäude aus dann zum Dach quasi. Was haben wir hier? Bomber. Nehmen wir auch mit. Keine Ahnung, ob es das irgendwie bringt. Aber guck mal, aber hier lohnen sich ja inzwischen auch die Geldbeträge, die wir da rausholen. Deswegen ist das nicht ganz so sinnlos, was ich hier tue. So, hier geht's weiter. Es ist irgendwie so ein kranker Kontrast, diese traurige Musik und dann dieses ganze Feuerwerk und diese Partymacherei hier, die eigentlich gar keine Party ist. Das ist alles so, so zynisch irgendwie. Okay, die tun mir nichts, aber reden kann ich mit denen auch nicht. Aber warte mal, ich habe doch so ein tristes Armband bekommen. Lass uns das mal kurz anschauen. Frage ist nur, wo soll ich mir das anschauen können? Wir haben ja hier nichts, was wir so direkt anlegen können. Tristes Armband wird wahrscheinlich auch so eine Komponente sein, die man verarbeiten kann, schätze ich mal. Von Menschen genutztes Armband kann verkauft werden. Aber tragen können wir das nicht, oder wie? Nö, wegwerfen will ich das nicht. Also Armbänder konnte man im ersten Teil auch als Komponenten verwenden. Guck mal hier. Oh Gott, ist das creepy. Das ist echt
unfassbar creepy. Ich weiß nicht, das ist so ein Szenario, was du auch in Horrorspiel packen könntest, aber dann bitte mit anderer Musik. Ballonbruder, willkommen! Hereinspaziert! Ja, sowas hört man besonders gern, wenn eine Knarre auf einen gerichtet wird, aber danke für die Gastfreundschaft. Guckt euch mal das Design an! Wie witzig ist das denn? Ach, wie cool. Maschine mit Traum. Huch, guten Tag. Tag. Wie geht es Ihnen? Eigentlich ganz gut. Obwohl, ne, ich bin halt irgendwie ein bisschen verstört wegen allem hier. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Da ist eine Kiste. So, wie kommen wir da rein? Bestimmt kann ich mich von oben da irgendwie reinplumpsen lassen. So, hier komme ich durch. Wer bist du? Zeig mal, Ballonschwester. Glückwunsch, du bist der erste Kunde. Oh, danke schön. Ist aber nett. Wir kommen immer herein. Ja. Leute, ich weiß gerade echt nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist okay, wenn ich einfach ein bisschen der Musik zuhöre und hier rumlaufe. So, was haben wir hier für einen netten Hinterhof? Immerhin greifen die mich jetzt alle nicht an, obwohl ich lauter Brüder und Schwestern von denen wahrscheinlich gerade noch rumgenietet habe. Hintereingang Maschine. Ein Zugangsberechtigter oder nicht? Das weiß ich selbst nicht. Hier gibt es nichts. Ja. Natürlich gibt es nichts. Deswegen wird der Zugang hier auch bewacht, ne? Ist klar. So, was haben wir hier Schönes? Tristes Armband. Okay. Oh. Guck mal, da komme ich nach oben. Da komme ich nach oben. Was haben wir? Das ist doch die Mondblume oder Mondlichtblume. Die Blume, die sich keine im ersten Teil ins Haar gesteckt hat, oder? Die ihre Oma so geliebt hat. Hm. Oh Gott, ich habe gerade voll den Sentimentalen. Das ist gerade ganz schlimm. Vielleicht sollte ich einfach die Musik abstellen oder so. Psst, nicht so laut. Shop-Inhabermaschine, was ist Ihr Anliegen? Ich würde gerne einkaufen, aber ich habe nicht viel Geld. Ah, guck mal, der erste Händler, der so ein Kram anbietet. Das ist ja interessant. Also viel davon haben wir schon. Farbstoff ist hingegen neu. Flüssigkeit, die beim Färben genutzt wird. Vielleicht sollte ich mir, wenn ich das nächste Mal im Lager bin, mal so eine Liste anfertigen von Dingen, die ich für Upgrades brauche, die mir wichtig sind, sozusagen. Baumsaat war auf jeden Fall dabei. Das weiß ich noch, das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig teuer. Davon kaufe ich mal ein paar. Pflanzensaat hole ich mal alles irgendwie so ein Stück weit auf 10 nach oben. Bei den anderen Sachen bin ich mir nicht sicher. Müsste ich mir mal, wisst ihr was? Ich mache jetzt wieder den altbekannten Trick 17. Ich werde das mal abfotografieren. Wenn ich mich irgendwann mal frage, wenn ich wieder vor so einer Auflistung von Komponenten stehe und dran denken werde, dass ich davon jetzt einen Screenshot gemacht habe, dann gucke ich einfach aufs Handy und schaue, ob ich da in dem Laden glücklich werde und mein Defizit ausgleichen kann. So, die große Frage ist jetzt, ist der Weg da oben optional oder ist der Weg hier nach geradeaus optional? Was sagt die Karte? Kartenmodus geradeaus müsste richtig sein. Es sei denn, ich komme über die obere Route auch dahin. Aber ich werde jetzt erstmal hier versuchen, irgendwas zu finden. Wow, ey, das löst gerade hier alles ganz komische Dinge in mir aus. Fällt mir schwer, das in Worte zu fassen. Ist auf jeden Fall wunderschön. Und irgendwie traurig. Also in die Feieratmosphäre kann ich mich hier leider nicht so direkt einklinken. Ah, eine Kiste. Mit kleiner Erholung. Ich habe manchmal das Gefühl, dass an den spektakulärsten Orten der minderwertigste Loot zu finden ist. Weiter geht's hier nicht. Ich hatte gehofft, dass ich da vielleicht über diese hölzernen Wege, die ich da oben vorhin noch gesehen hatte, dass ich da vielleicht hingelangen könnte, aber scheint nicht der Fall zu sein, zumindest nicht von hier aus. So, da oben würde ich aber auch ganz gerne noch hin. Wow, das ist echt so unfassbar schön gemacht hier. Tja,
Also ich fühle mich jetzt gerade schlecht. Auch wenn ich natürlich auch pro Menschen bin und so, aber ich weiß nicht. Viel Vergnügen. Das ist dann wahrscheinlich die klassische Situation, wenn man sich auch in einem normalen Krieg befindet und noch nicht vollends abgestumpft ist, ne? Du weißt, du vertrittst eine Partei oder eine Seite, eine Front, aber weißt, dass nicht alle auf der anderen Seite auch persönlich deine Todfeinde sind, so, sondern dass es halt irgendwo künstlich konstruiert ist und irgendwo auch dem Zufall überlassen ist. Wobei, so zufällig ist das ja nun nicht, ne? Weil wenn wir den bisherigen Kenntnissen, die wir hier bekommen haben, glauben dürfen, dann sind die Maschinen ja über die Erde hergefallen und haben die Menschen vertrieben und sind als Invasoren hier brutal aufgetreten und wollten die Menschheit auslöschen und so. Frage ist halt, ob das die ganze Wahrheit ist oder ob es am Ende nicht vielleicht wieder ganz anders aussieht. Muttermaschine, werft die Waffen weg und empfangt die Liebe. Ja, ja, ja. Tja, aber ihr habt teilweise auch noch Waffen in der Hand. Ja, einige Leute da hinten am Empfang haben mir ihr Maschinengewehr ins Gesicht gehalten. Ah, welch ein Spaß! Ah, welch ein Spaß! Na, immerhin habt ihr noch Spaß. Voll die kleine Familie hier. Lasst uns gemeinsam glücklich sein. Gemeinsam, gemeinsam. Ist natürlich auch die Frage, ob das wirkliche Lebewesen sind oder ob die jetzt nur so programmiert sind, ne? Das ist halt in dem Spiel so nicht so ganz einfach auseinanderzuhalten, sage ich mal. Schönes Halsband, okay. Dabei brauchen wir doch gar kein schönes Halsband. Wir sind doch auch so schön. Guckt euch doch unsere Protagonistin mal an. Wow. Und in dieses Gebäude, da kommen wir jetzt auch rein. Was soll das denn konkret für ein Gebäude sein? Das sieht aus wie so ein riesiges Schloss oder sowas. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier noch nicht alles gefunden zu haben. Auch weil ich hinter diesem einen Tor die Kiste gesehen habe, aber da kam ich ja nicht durch. Deswegen, ja, Feuer frei. This gate isn't going to open. Maybe there's another way around. Let's see if we can't find another route. Let's see if we can't find another route. Okay. Finde ich eigentlich gerade fast ganz gut, weil ich sowieso das Gefühl hatte, dass hier noch was offen war. Aber der einzige Weg, der mir einfallen will, ist jetzt der hier. Und nun? Tja, keine Ahnung. Warte mal, bekommen wir auf der Karte irgendeinen Hinweis, wo sich die richtige Ecke befinden könnte? Also irgendwas muss ich hier übersehen haben. Da ist unser Ziel, das ist klar. Ach so. Nee. Ich wollte gerade sagen, achso, da ist doch was eingezeichnet, aber das führt nur zu diesem Gebäude hier. So, warte mal, da muss ich jetzt gleich mal die Ränder ablaufen. Oh, und ausgerechnet jetzt knallt die Sonne in mein Zimmer. Das ist natürlich sehr suboptimal. So. Dadurch, dass hier relativ viel um uns herum abgeht, wird es mit Sicherheit hier auch Wege geben, die nicht so abwegig sind. Wege, die nicht abwegig sind. Voll doppelt gemoppelt. So, es gibt bestimmt da oben noch die Möglichkeit rüberzulaufen, weil da sind wir schon gewesen. Kann ich hier vielleicht irgendwie rüberspringen oder so? Nee. Aber vielleicht könnte ich von da auf die andere Seite hüpfen. Ich glaube, ich versuche das mal. Aber für den kurzen Moment, wo ich oben stand, Where does this corridor lead? Okay, damit hat sich das, glaube ich, alles erübrigt. Diesen Korridor habe ich nämlich nicht gesehen. Beziehungsweise, ich habe den aus dem Augenwinkel gesehen, aber ich dachte, der wäre zugestellt gewesen. Na, umso besser. Wohin gehen wir zuerst? Links oder rechts? Ey, was machst du denn hier in der hintersten Hinterecke? Betriebspause, alles klar. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Guck weg. Abstand halten. Ja, 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 eine Armlänge. Ich weiß, ich verstehe. Lass dich ja schon in Ruhe. So, hier gibt es auch ansonsten nichts weiter, oder? Tut mir leid, Kumpel. Ich musste jetzt leider noch ein bisschen auf die Pelle rücken. Denn ich weiß nicht, ob es hier noch irgendwas zu holen gibt. Aber ich würde sagen, eher nicht. So, was haben wir hier? Ey, du wirst auch bestimmt irgendwelche Secrets finden, wenn du über die Kisten von A nach B hüpfst.
Es wäre nämlich super einfach zu übersehen. Auf der anderen Seite sieht das hier relativ linear aus. Naja, wir gucken einfach mal. Hey, Licht! Oh, wow. Oh, guckt euch das an. Ich weiß gar nicht, ob sowas vom Zugucken auch so fesselnd sein kann, wie sich das für mich gerade anfühlt. Aber es ist gerade einfach irgendwie total überwältigend. So, stopp, Kumpel. Achso, du sprichst gar nicht mit mir. Ich dachte, den könnte ich jetzt was fragen oder so. We're getting resistance signals from that building over there. Okay, dass da unser Ziel ist, das wussten wir ja schon vorher. So, guck mal, hier habe ich wieder so ein Speicherdings. Jetzt kann ich auch endlich mal meine Mails lesen. Da sind ja einige jetzt zwischenzeitlich wieder eingetrudelt. Obwohl, nee, war das nur eine? Waren das nicht zwei? Nee, Operator 60, nur ein Scherz. Tobi, erinnerst du dich an die Nachricht über die Jupiter-Wahrsagerei, die ich dir geschickt habe? Die Mädels von F&D haben es für mich gemacht und ich habe die schlechtesten Nachrichten zu Gesundheit, Arbeit und Liebe bekommen. Aber dann ist mir etwas klar geworden. Das Zeug ist ein Haufen okkulter Mist. Ich meine, wie soll man sein Schicksal erfahren, indem man einen anderen Planeten beobachtet? Lächerlich. Ich werde mein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Das ist ohnehin das wahre Verlangen jeder Yorha-Frau. Habe ich recht? Oh Gott, der Arme. Der scheint mir so ein bisschen in so einer Selbstfindung Krise zu sein momentan. Aber drücken wir ihm die Daumen, dass nicht das eintritt, was man ihm prognostiziert hat. So, warte mal, jetzt kann ich auch hier mal gucken. Wir haben jetzt einen neuen Kartenabschnitt freigespielt. Ja, okay. Bahnbrechende Erkenntnisse gewinne ich dadurch nicht. Ich habe gerade auch gar nicht gespeichert, ne? Mache ich gleich. Mache ich gleich Eile mit Weile. Erstmal den Konfettiwerfer hier begutachten. In so einem Ding würde ich jetzt gerne fahren. Wobei, nee, in der Situation würde ich das wahrscheinlich eher nicht tun. Weil es wahrscheinlich eher so eine Stephen King-Mordmaschine jetzt ist, die voll vormanipuliert ist und am Ende ein Massaker anrichtet. Aber, ja, das Spiel wird mir das wahrscheinlich sowieso nicht anbieten. Kupfererz. Warte mal, bevor ich jetzt weitergehe. Wollte ich jetzt erstmal speichern. Bevor ich jetzt hier zu weit laufe, schnell speichern. Genau. Das heißt, egal was jetzt passiert, was mich hier auch immer köpft oder zerquetscht oder was auch immer, ich bin auf der sicheren Seite. Bin ich jetzt hier richtig? Oder komme ich an dem Zaun nicht vorbei? Ah, hier ist schon wieder so eine Kiste. Ich hoffe, dass ich nichts übersehen habe, was mir in der jetzigen Phase des Spiels schon ermöglicht, diese Kisten zu öffnen. Das wäre extrem ärgerlich. Ha. Ha. Okay. Ich sehe, worauf das hinausläuft. Frage ist, wird das hier was Optionales sein oder bin ich hier vielleicht sogar richtig? Ich hoffe, ich bin hier nicht richtig, weil ich habe da hinten noch Dinge zum Looten gesehen im Hinterhof. Warte mal. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wenn sie das perspektivisch hier schon so aufziehen, dass man hier auch lang muss. Ja. Bestimmt ist das der richtige Weg. So, nee, dann werde ich jetzt erstmal auf die andere Seite gehen. Sorry, dann werden wir uns die Sprungeinlage hier zweimal geben müssen. Aber mir ist das zu heikel. Komm, spring mal runter, Mäuschen. Nein, genau so wollte ich das haben. So, denn hier gab es ja auch noch was zu begutachten. Auch wenn das nichts Gutes ist, will ich das trotzdem nicht links liegen lassen. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Warum macht der Typ nicht da seine Betriebspause, sondern hinten in der dunklen Gasse? Der geht mir nicht so ganz aus dem Kopf. Der führt bestimmt irgendwas Uncooles im Schilde. So, hier scheint es aber ansonsten nichts weiter zu geben. Außer umgestürzte Tische und Stühle. Aber hätte ja sein können. Hätte, hätte Fahrradkette, wenn hier eine schöne Kiste oder eine schöne Waffe oder sowas gewesen wäre. Apropos Waffe, ey, das mit dem Angeln, das schockt mich immer noch zutiefst. Immer noch schockiert, dass man sich Waffen erangeln kann. Wobei ich mir vorstellen kann, dass das auch eher die Ausnahme ist, aber naja, jetzt weiß ich ja, wie es funktioniert. Ist natürlich ärgerlich, dass ich das seinerzeit in den Ruinen, wo ich ja echt viele Angelmöglichkeiten hatte, nicht ausgeschöpft habe, aber da werden wir bestimmt nochmal hin müssen. Schon allein, weil wir ja da immer noch unser Widerstandslager haben.
Da kann ich, glaube ich, ganz beruhigt sein, so. Aber ich will gar nicht wissen, wie hart der ein oder andere von euch gefacepalmt hat, als, als ich die letzten Versuche unternommen habe. Das ist mir so peinlich, es tut mir so leid. So, bisschen Geld. Ja, Geld ist momentan sowieso wieder was, was ich absolut priorisiere. Also wenn das Spiel mich irgendwann eine Belohnung aussuchen lässt, dann ist Waffe Prio 1. Ja, okay, so Techniken, Pots, Skills, wie auch immer, dann wahrscheinlich auch, aber dann kommt auch schon Geld. So, haben wir hier noch irgendwas? Irgendwas Aufsammelwertes? Sieht nicht danach aus. Hi, Kumpel, Clownmaschine. Dort ist es gefährlich, ist kaputt. Gefahr für Unbefugte. Okay. Gut, alles klar, ihr Lieben. Dann werde ich jetzt an dieser Stelle nämlich mal einen Cut machen. Wir werden den Rest dieses Vergnügungsparks dann morgen auskundschaften und gucken, was da auf uns wartet. Ich bin sehr gespannt. Ich finde das Gebiet hier bisher total klasse. Und ja, harre der Dinge, die noch kommen mögen. Danke fürs Einschalten und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.